Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück bei My Link Between Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter. Aktuell ist uns das Glück nicht so hold und ich muss eigentlich auch mal wieder ein bisschen mehr markieren, ne? Hier so zum Beispiel. Zack. Der kriegt einen gelben Kopf. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge ein bisschen vernachlässigt mit dem Markieren. Muss ich eigentlich mal wieder ein bisschen mehr hinterher sein. Okay. Jetzt die Frage, was können wir denn... Der lässt sich aber auch nicht irgendwie davon abbringen, hier mal kurz wegzugehen, ne? Aber es gibt Kohle, wenn man da so anrempelt, ne? Was passiert denn eigentlich? Okay, ich werde direkt entdeckt und ins Gefängnis gesteckt, ne? Ja, also hier kann ich, glaube ich, vorbeischleichen. Ja. Das funktioniert. Da ist eine Schatzkiste. Ich habe halt keine Ahnung, wie weit ich das jetzt hier treiben kann, bevor ich sterbe. Da brauche ich, glaube ich, sogar einen Bogen. Ich glaube nicht, dass ich das sehr weit treiben kann. Naja, komm. Ich würde sagen, wir lassen das, ne? Ich glaube, da sollte man schon ein bisschen besser ausgerüstet sein, wenn wir hier weitermachen wollen. Ich meine, vielleicht kann man das ein oder andere Item hier noch mitnehmen, aber ganz ehrlich. Ein bisschen bessere Ausrüstung möchte ich dann schon haben, bevor wir uns hierher begeben. Ich finde es allgemein schon sehr schwierig und hart in der Schattenwelt hier rumzurennen. Zack. Das tut mir auch schon sehr weh. Okay. Auch hier gibt es erstmal nichts weiter zu holen. Alles klar. Ich würde sagen, zurück in die lichte Welt. Was können wir noch machen? Hilfe. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal in den Ostpalast rein. Ich denke, da haben wir zumindest ein bisschen Potenzial, wieder was zu machen. Minimal. Beziehungsweise, ich kann ja einfach mal meine Glocke benutzen, ne? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Achso, warte mal, wie mache ich denn das eigentlich? Glocke? Hier. Zack. Und dann gehen wir direkt zum Ostpalast. Zack. Miau. Finde ich doch ganz nützlich, ne? Macht uns das Reisen ein bisschen leichter. Und wir gehen nochmal rein. Und gucken mal, wo wir noch was vollbringen können. So, erstmal. Zack. Und ich glaube, den Schalter kann ich jetzt auch mittlerweile drücken mit dem. Mit dem Ding hier halt, ne? Sollte möglich sein. Gucke mal. Da haben wir das schon mal aktiviert. Kann ich? Ja, das war super. Kann ich? Warte mal. Kann ich das nicht ein bisschen weiter rüber irgendwie setzen? Geht das nicht? Kann man das nur so machen? Müsste ich es dafür erweitern irgendwie? Oder kann ich? Warte mal. Ich kann auch nicht, wenn ich klicke. Ha. Okay, gut. Machen wir es mal weiter. Okay, ich glaube, hier rechts müssen wir auch nochmal rein, ne? Zack. Ich glaube, da hätten wir auch noch die Chance, irgendwie was zu drücken. Genau, aber da... Jawohl. Ah, okay. Es wird nichts von unten. Ah, es ist ärgerlich. Das heißt, da komme ich auch nicht weiter. Ich weiß halt nicht, ob ich den Boss besiegen kann, Leute. Geht das?
meine, wir haben halt die Sprintattacke. Ich weiß aber nicht, ob die gegen den Boss ausreicht. Ich werde auf jeden Fall einen Save Point mal vorher machen, bevor ich zum Boss gehe. Warte mal, ich muss hier erstmal mich da drauf stellen, ne? So, war. Und dann einmal hier. Die Tür ist, glaube ich, schon offen. Jo. Genau, hier kann ich durch. Und hier ist erstmal ein kleiner Fight. Kann ich die fertig machen? Die kann ich fertig machen. Das gefällt mir gut. Shit. So. Ja, da oben ist auch noch einer. Zack. Okay, erledigt. Wir kriegen eine große Schatzkiste. Hier wäre normalerweise wahrscheinlich der Bogen drinne, richtig? I'm not sure. Hier ist es leider nur ein Herzteil. Mann, wir haben aber auch gar kein Glück mit Items. Wo sind die denn alle? Okay, so kann ich die auch aktivieren. Cool. Und so kann ich das Ding umdrehen und da geht's zum Boss. Okay, mir fehlt jetzt theoretisch eigentlich nur noch die eine Schatzkiste dann, ne? So. Ja, keine Ahnung, ob ich den besiegen kann. Ich mache hier mal ein Safe State. Und Items. Ja, ich habe halt die. Ja, ja. Obwohl mir hier auch keine Schatzkiste mehr angezeigt wird. Oder hatte ich allgemein keine Schatzkisten mehr angezeigt? Nee, kann ja nicht sein. Kann ich den ohne Schwert kaputt machen? Leute. Das ist die große Frage. Ja, ich muss den mit dem Bogen treffen, ne? Ja, ne, ich glaube, das wird nichts. Okay, wir gehen mal kurz in den Ladungsmodus und sind wieder hier. Ich glaube, hierfür brauche ich wirklich den Bogen, um den zu besiegen. Das heißt, weiter suchen. Ja, wir hätten hier halt schon früher mal hergemusst, ne? Zack. Auf das Ding und weiter geht's. Okay, was machen wir als nächstes? Wir könnten in der Lichtwelt noch in die Berge gehen. Das wäre auf jeden Fall was noch... Ja, was noch möglich wäre. Hier bräuchten wir den Enterhaken für. Hier brauchen wir Bomben. Hier kann ich gleich nochmal eine Markierung setzen. Zack. Und gelb. Gelb ist Bombe. Ansonsten, hier waren wir, glaube ich, fertig. Bam, bam. Na, hier kommen wir aktuell nicht durch. Jo. Schade. Hammer. Hammer ist auch geile Waffe. Aber ich brauche hier auf jeden Fall eine Fernkampfwaffe. Und ich glaube, ich brauche sogar den Bogen, um... wie heißt denn der? Mir fällt gerade nur Jirahim ein, aber das ist falsch. Wie heißt denn der? Zack. Umgebracht. Und hier war ja auch nichts weiter. War hier noch ein Maimai oder so? Nee. Ja, wir könnten da nochmal in die Berge reingehen. Beziehungsweise. Wow. Oben da, wo das. Wo die Kirche ist. Da könnten wir nochmal unser Glück versuchen. Ob wir da irgendwie was hinkriegen. Oh, ich höre mein Mais. Jawohl, da war noch eins. Schon wieder nur normales. Ey, was haben wir denn für ein Pech, Leute?
Boah, wie Kohle, ey. Wahnsinn. Ist auch kein normales Verhalten von Geld, oder? Dass das so im Baum liegt. Wahnsinn. Okay, ich habe es nicht mehr piepen gehört, deswegen... Ja, da ist noch eins im Wasser. Wie war denn das? Warte mal. Gehe hier erstmal wieder auf die Lampe rüber. Zack. Und hier kann ich mich, glaube ich, in die Schattenwelt porten, richtig? Irgendwo? Jo. Gehen wir hier nochmal rein. Und hoffen da vielleicht auf irgendwelche Items. Ah, aber erstmal ein Stück Kaffee. So. Lightning! Ah! So, gucke mal. Da gibt es eine fette Schatzkiste. Da ist, glaube ich, auch so ein Erz drin normalerweise. Ich bin gerade nur am Überlegen. Wie war denn das? Wie komme ich denn da oben hin? Von hier. Von hier? Und hier geht das gar nicht. Kann ich hier noch mehr Sachen anzünden? Von da komme ich auch nicht rüber. Okay, da bräuchte ich auf jeden Fall eine Fernkampfwaffe. Aber da oben kann man rauskommen, oder? Boah, wer ist denn das gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber hier geht's erstmal in Mai Mai. For free. So, zack. Wow. Wow, das ist ja noch jämmerlicher als sonst. Wahnsinn. So, hier bräuchte ich jetzt eine Bombe. So. Hier komme ich auch nicht weiter. Hier kann ich zumindest mal einen Wetterhahn wieder aktivieren. Das heißt, wir können uns hier herporten in der Schattenwelt. Auch nicht schlecht. Ja, wir gucken mal hier kurz durch, ob wir irgendwelche Maimais finden, etc. pp. Hier haben wir Boris am Start. Ist bestimmt über den Felsen da drunter. Oder? Ja, da sind Bienen. Ja, 100 Pro unter dem Felsen. Schade. Ja, hier gibt es auch erstmal nichts zu holen. So, was können wir denn hier noch machen? Jo, da ist einer. Okay. Dann ist das ja doch nur das erst. Der wird mir, wenn ich dem das gebe, vielleicht was anderes dafür geben. Boah. Zack. Und eine Rubine. Schade. Okay, aber cool. Habe ich jetzt schon Maimai dafür aktiviert gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Schreibt es mir gerne nochmal rein, ob ich gerade ein Maimai aktiviert habe. Ich habe es vergessen. Zack. Okay, hier war es das aber auch schon wieder. Ja, hätte ich gesagt, gehen wir mal in die Berge, oder? Mehr können wir hier aktuell auch noch nicht machen. Ich glaube halt, ich muss hier in der Schattenwelt irgendwie rein. Beziehungsweise, wie war das denn? Oder muss ich das direkt in der Lichtwelt machen? Wie war das? Hier komme ich auch gar nicht weiter. Wie kommt man an diese Schatzkiste? Leute. Ich habe gar keinen Plan mehr. Aber irgendwie muss es ja gehen. Mama, 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 Mama.
Okay. Ja, kann es sein, dass ich... Ah, jetzt habe ich irgendwas getriggert, ne? Weil jetzt ist, glaube ich, der Moment, wo Zelda in Gefangenschaft geraten ist. Und jetzt müsste ich, glaube ich, zu Rabio gehen. Ich mache das mal kurz. Beziehungsweise, ich kann ja auch einfach meine... Ich muss mir das merken, dass ich ja einfach das machen kann. Geht ja viel schneller. Miau. Mal gucken, ob mal... Bekommen wir nochmal... Bekommen wir bei dem Schwert... Nee, ein Item kriegt man, oder? Ach nee, wir bekommen oben, hätten wir jetzt was bekommen. Aber was machen wir mit dem Armband jetzt? I don't get it. Ich glaube, wir müssen wir erst den ersten Dungeon machen? Und dann ist das Armband wichtig. Ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Moment man das Armband bekommt. Ist eine gute Frage, ne? Okay, gut. Wir gehen mal weiter, Leute. Ja, wir könnten halt in der Wüste noch weitermachen. Weiß ich aber nicht, wie weit wir da weiterkommen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Berge. Wir gehen einfach mal in die Berge gucken. Gucken mal, was wir da ausrichten können. Ob wir noch ein paar Maimals abstauben können. Items getten. Etc. pp. Aua. Zack, zack. Halt mal irgendwas, womit wir uns wehren können vielleicht auch. So, rein da. Okay, wie war das hier? Es gibt, glaube ich, oh Gott. Zwei Ausgänge. Ja, da komme ich nicht weiter, okay. Wir können uns halt fast gar nicht gegen diese Typen wehren, ne? Kann ich da mit dem Feuer was machen? Kann ich, aber... Hm. Vielleicht soll ich doch mal den Eisstab upgraden. Aber ich warte halt irgendwie noch auf ein besseres Item. Ein Feuerstab ist halt geil. Ich liebe den Feuerstab. Aua. Mann. So, sind wir schon in den Bergen, ne? Eieiei. Okay. Na klar. Ja, ich habe keine Bomben, ne? Das ist natürlich auch... blöd. Und ich denke, da werde ich auch an irgendeiner Stelle dann nicht weiterkommen ohne Bomben. Okay, aber hier kann ich mich schon mal hinporten. Das ist doch schon mal sehr vielversprechend. Und vielleicht kann ich ja die ein oder andere Höhle ein bisschen ausrauben. Mann, wir haben noch kein krasseres Kernitem so richtig gefunden. Ja, mein Mai. Ja, der Sonado-Stab. Oh, geil. Zack. Yay, neues Item. Schön. Endlich. Endlich mal ein kleines Erfüllchen. Ah, und noch eine Schatzkiste hinterher mit noch einem Mai Mai. Achso, das Mai Mai muss ich noch registrieren. Habe ich noch nicht gemacht. Herzchen kriegen wir auch noch. Cool. Ja, da kann ich glaube ich schon mal zwei Mai Mais mehr jetzt holen mit dem Windstab. I guess. So. Okay, jetzt haben wir diese komische Höhle hier. Weiß gar nicht, ob ich da ohne Bomben weiterkomme. Oder wann bekommt man die Bomben? I'm not sure. Oh Gott. Ah. Okay, hier bräuchte man auf jeden Fall den Hammer, damit man erstmal das überhaupt überwindet. Oh Gott. Oh Gott. Na, hier ist ein Ausgang und hier ist aber auch ein Ausgang. Ich gehe erstmal ganz oben raus. Hört sich für mich optionaler an. Jo. Ah, oh, da muss ich den ganzen Weg nochmal latschen. Ah nee, Quatsch, muss ich nicht, ne? Hallo? Jetzt. Zack. Und ein Mai Mai mit... Ne Mai Mai. Hey, hey. Genau, das wäre jetzt wahrscheinlich der andere Ausgang gewesen.
Okay. Da unten sind wir vorhin reingegangen. Da ist auch Zugang zur Schattenwelt. Da können wir dann auch nochmal reingucken. Theoretisch. Oh, hier geht's schon wieder weiter damit. So, jetzt ist hier die große Frage. Gibt's hier irgendwo was zu holen noch? Nee, ne? Was sieht eigentlich für mich schon so aus, als ob es hier hinten noch was zu holen gibt? Warte mal. War hier? Hier komme ich nicht weiter. Aber da geht es irgendwie noch rüber. Aua. Okay, keine Ahnung. Anderer Eingang vielleicht. Über Schattenwelt etc. pp. Und der Part ist eigentlich auch schon wieder zu Ende. Guck mal, hier. Hier vielleicht. Wo kommt man jetzt rein? Ah, okay. Jetzt kommen wir hier rein. Jetzt sind wir weiter oben, oder? Oh Gott. Ja, hier könnte ich jetzt... Ne, über die Brücke bin ich umgelaufen, oder? Ich habe keinen Plan. Yay. Yay, ein Monsterzutat. Wie weit hoch geht's denn noch? Dort ist ja beschwerlich. So, jetzt haben wir es aber gleich. Okay. Da ist nochmal ein Ausgang. Da würde ich nochmal kurz rausgehen und gucken, ob wir hier noch irgendwas bekommen. Ansonsten ganz nach rechts auch nochmal gehen. Okay, hier gehe ich mal ganz rüber. Okay, wir sind jetzt schon oben. Schwierig. Da ist irgendwie auch noch ein Ausgang. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal... Ich glaube, ich muss da nochmal reingehen. Aber hier haben wir erstmal einen Wetterhahn. Das ist doch schön. Hier können wir uns jetzt erstmal jederzeit herporten. Das ist doch schon mal was Schönes. Und wir haben den Wirbelstab. Damit können wir jetzt auch ein bisschen was Neues machen. So, ich gehe nochmal hier rein. Versuche nochmal in der Höhle ganz nach rechts zu laufen. Wäre jetzt von mir nochmal eine Idee. Aha. Na toll. Leider nur 20 Rubine. Ja, ansonsten war hier, glaube ich, nichts weiter, ne? So, wir können uns jetzt jederzeit da hochporten. Alles kein Problem. So, ich würde aber sagen... Was ist denn da drüben? Auch nichts, oder? Wir gucken mal hier ganz kurz in die Schattenwelt rein, Leute. Oder sollten wir das im nächsten Part machen? Ich weiß es nicht. Düdüdüdü. Ah, guck mal. Zack. Und wieder ein Mai-Mai. Hey. Na gut, wir sind jetzt mittlerweile auch auf 24, ne? Wir könnten jetzt den zweiten schon upgraden. Düdüdüdüdüdüdü. Das ist eine Schatzkiste. Oh Gott, ey. Okay, das ist wahrscheinlich hier irgendwo drunter. Hier komme ich aktuell nicht weiter. Es gibt hier noch ganz, ganz viel zu tun. Zack. Ja, hier brauche ich krasse Handschuhe. In der Schattenwelt kann ich jetzt hier halt zurücklatschen. Ne, kann ich nicht. Hier gibt es nur eine Fee. Ah, wir haben schon fett Überlänge, ne? Ich sollte jetzt langsam aufhören. Ich suche gerade nur noch einen schönen Punkt dafür, fürs Aufhören.
Okay, über den Schlitz hätte ich... Ja. Da habe ich ein bisschen was falsch gemacht. Warte mal, die Schatzkiste hole ich mir noch schnell. Und dann hör mal auf. Sonst vergesse ich das. Achso, ich müsste quasi von der anderen Seite da jetzt rein, ne? Aber ist das überhaupt möglich? Da müsste ich auch nochmal was aufsprengen. Zack. Gelb. Ha, nee, jetzt an die Schatzkiste komme ich so auch nicht ran. Okay, Leute, aber wir haben jetzt den Wirbelstab erhalten. Ich würde sagen, wir... Ja, gucken wir einfach im nächsten Part mal rein und gucken, was wir mit dem Wirbelstab Schönes machen können. Mir fallen auf jeden Fall zwei Items ein, die wir jetzt direkt holen können. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zur Link Between Worlds. Tschüssi.